Wir machen hier Hamburgs und auch Norddeutschlands erste Parkourhalle. Jeder wird mit offenen Armen empfangen als potenzielles neues Mitglied unserer großen Hallenfamilie. Wir haben uns ganz ursprünglich alle eine Parkourhalle gewünscht, in der wir trainieren können. Und da es die hier noch nicht gab, sind wir dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir sie wohl selber bauen müssen. Und das hier ist das Resultat davon. Grundsätzlich geht es schon sehr in die richtige Richtung, was wir hier machen. Wir haben mittlerweile 600 Vereinsmitglieder, was nach 2 Jahren schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Es sind Kinder hier, für die ist das schon zum Alltag geworden. Gerade der Parkoursport, haben wir die Erfahrung gemacht, ist wirklich hervorragend für die Entwicklung von Kindern, denn du setzt dich beim Parcours immer mit Hindernissen aus. Du stellst dich vor ein Hindernis, das es zu überwinden gilt und lernst halt sehr schnell, dass es sehr befriedigend und schön sein kann, wenn man ein Hindernis mit dem, was einem zur Verfügung steht, angeht und möglichst elegant überwindet. Und das kannst du natürlich auf das echte Leben übertragen. Du lernst halt hier, dass ein Hindernis nichts Schlimmes ist, dass Mauern eben auch Wege sein können und Hindernisse auch Möglichkeiten sein können. Und das lässt sich in alle Bereiche des Lebens übertragen. Das Thema Integration ist auf jeden Fall von Anfang an Teil unserer Arbeit gewesen. Wir haben den Parcours Creation e.V. 2014 schon gegründet, um die Halle zu bauen. Und haben dann im Jahr 2015 während unserer Pre-Openings auch schon die ersten Integrationsprojekte durchgeführt. Das ist unser integratives Theaterensemble, die International Society. Die zeigt sehr gut eigentlich, was wir in diesem Projekt machen, weil es sehr viele verschiedene Bereiche unserer Arbeit miteinander verbindet. Das ist aus einem Parcours-Bewegungstanztheater entstanden, das wir vor der Halle auch schon gemacht haben. Und hier in der Halle haben wir uns entschieden, es bewusst als integratives, offenes Ensemble weiterzuführen. Und das wurde schon erfolgreich auf Kampnagel im Schauspielhaus aufgeführt. Also das ist ein Projekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Jeder, der hier arbeitet, macht das aus Überzeugung. Und wir sagen immer, das ist ein Projekt von Freunden, für Freunde und mit Freunden. Und das fühlt sich hier im gelebten Alltag auch sehr so an.